Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute teile ich ein sehr leckeres Mittagessen-Rezept mit euch und das ist Rote Linsen-Curry. Ein vegetarisches Rezept, das köstlich schmeckt. Dann lasst uns anfangen. Hier habe ich eine Tasse rote Linsen in eine Schüssel gegeben. Zwei- oder dreimal waschen und dann für eine Stunde einweichen lassen. Dann gebe ich eine Vierteltasse Öl in einen Topf. Wenn das Öl auf mittlerer Stufe erhitzt ist, gebe ich Bokchon-Kleesamen und Königskümmel, jeweils einen Viertelteelöffel. Auf mittlerer Hitze kurz anbraten. Und dann gebe ich eine halbe Tasse Zwiebelpaste hinzu. Wieder auf mittlere Hitze für 2 bis 3 Minuten anbraten, bis sich die Farbe leicht ändert. Wie ihr hier seht. So soll es am besten aussehen. Jetzt gebe ich Knoblauch und Ingwerpaste jeweils einen Teelöffel hinzu. Eine Vierteltasse passierte Tomaten habe ich hinzugefügt. Für 2 bis 3 Minuten anbraten. Oder bis Öl an den Seiten kommt. Dann füge ich die Gewürze hinzu, einen Teelöffel Chili-Pulver, einen Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, Salz nach Belieben, einen Teelöffel Koriander-Pulver, einen halben Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Dann gebe ich 2 Esslöffel Wasser hinzu, gut mischen und für 2 Minuten kochen. Wenn Öl an den Seiten kommt, wie ihr hier seht, dann füge ich die Linsen hinzu. Jetzt auf hoher Hitze für 3 bis 4 Minuten braten. Dann gebe ich 3 Tassen Wasser hinzu. Gut mischen. Abdecken und auf niedrige Stufe für 10 bis 12 Minuten kochen oder bis Linsen gar sind. Ich habe die für 10 Minuten gekocht. Nach 10 Minuten habe ich den Deckel abgenommen. So sollen die am besten aussehen. Die richtige Konsistenz seht ihr hier. Hier gebe ich einen Esslöffel Kokosnussöl in eine Pfanne, dies ist aber optional, ihr könnt auch Ghee oder Öl verwenden. Wenn das Öl auf mittlerer Stufe erhitzt ist, gebe ich in Scheiben geschnittene Knoblauchzehe hinzu. Auf mittlerer Hitze braten, bis die Scheiben gold sind. Dann gebe ich eine grüne Chili. Und einen Esslöffel Curryblätter hinzu, ich habe hier getrocknete genommen, kurz anbraten und dann aufs Linsen geben. Gut mischen. Einen halben Teelöffel Garam Masala Pulver und einen halben Teelöffel Bokchon Kleeblätter hinzufügen. Für 1 Minute kochen. Jetzt ist er servierbereit. Am Ende mit Korianderblätter garnieren. Vor dem Servieren
einen Esslöffel Zitronensaft hinzufügen, mit pakistanischer Pfannenbrot oder Basmati-Reis servieren. Die Rezepte dazu findet ihr in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liken und abonnieren. Gebt euer Feedback in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.